Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Project Unstable 5. Ja, ich habe noch ein bisschen hier drin weitergebaut, wie man sieht. Also wir haben jetzt hier eine schöne Decke drin langsam. Ich bereite auch im Moment vor, dass praktisch hier an der Seite nochmal ein kleineres Gewächshaus, nicht ganz so groß wie die anderen beiden, aber nochmal ein kleines Gewächshaus mit dran kommt. Hab hier schon mal einen Weg reingemacht, sodass wir den hier schön an die Seiten anpflanzen können, alles mögliche. Hab das alles hier schon mal ausgebaut. Hier fehlt noch ein bisschen Zaun drauf und so weiter, dass es noch ein bisschen schöner wird. Alles in allem ist das aber soweit ungefähr der Plan, wie es praktisch aussehen soll und so weiter. Und ich habe was rausgefunden, Mana-Glas gibt Licht ab. Ich brauche hier drin nicht ausleuchten. Das Mana-Glas macht das ganze Licht. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, falls das einer von euch nicht wusste, also wenn ihr, ne, Mana-Glas macht Licht, wie eine Fackel. Okay, wolltest du mal gesagt haben. Von außen hat sich nicht so viel verändert. Das Ding ist halt dazu gekommen. Ansonsten hat sich erstmal nicht so viel verändert. Ach so, genau. Ich hab das komplette Ding nochmal einen nach vorne geschoben, damit ich praktisch jetzt hier das Holz habe und nicht hier einen weiter drinne. Ja. Gut. So, was machen wir heute? Wir machen heute ein bisschen Lager. Denn ich möchte gerne ein bisschen mehr oder andere Lagermöglichkeit haben. Dafür muss die Metal Press weichen und der Blast Furnace. Der Blast Furnace ist eh ein Crude, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Denn ich habe heute vor, eine Colossal Chest zu machen, wie es ja schon in den Kommentaren geschrieben wurde. Nee, nicht in den Kommentaren geschrieben wurde. In, ja doch, wie es einer mal in die Kommentare geschrieben hat, was ich da machen könnte. Und deswegen machen wir die Colossal Chest. Die Blast Brick behalte ich mal, sollte ich ihn irgendwann mal. Ich kann es nicht hier reinlegen, weil da irgendwas Splash Potion drin sind. Ah, das sind die. Ah, okay, ich weiß was. Das waren die, womit ich Ektoplasma gejagt habe. Moment mal. Meine Maus macht sich selbstständig. Da passt noch ein. Okay. So. Genau. Und was wir dafür tun werden, ist die Colossal Chest ein wenig anders bauen als sonst. Wir haben ja bisher, unsere Colossal Chest war ja aus Holz, da das Ding. Wir werden das heute ein bisschen anders bauen. Und zwar, die Colossal Chests haben die Möglichkeit, dass sie so ein bisschen upgradebar sind, wie die normale Kiste von Minecraft, diese Iron Chest Mod halt im Endeffekt. Und deswegen werden wir das einfach mal nutzen und werden das mal ein wenig. Oben war der Redstone Block, ne? Ich glaube. Okay, das können wir dann noch drehen. Ich hoffe, es war so rum, ansonsten muss ich nochmal gucken. So. Hammer. Hammer. Splint da ist er. Wenn wir das Ding nochmal drehen, das nach unten zeigt. So. Okay. Tauschen. Das Ding weg, das Ding weg. Das Ding oben hin und das Ding unten hin. Huch. Nein! Gott. So, besser. So, das Ding packen wir mal hin und dann machen wir es einfach mal hier oben drauf. Das Ding auf das Ding. Wir hängen es erstmal einmal quer durch den Raum, ist ja egal. Nur damit wir hier erstmal Platz haben für die Kiste. Weil, wie gesagt, ich will ja nicht für die Kiste bauen. Und zwar werden wir die Kiste aus Eisen bauen. Wir können sie auch aus Diamant, Silber oder was weiß ich nicht bauen. Problem ist, Diamanten habe ich nicht so viele, dass es sich lohnt für die Kiste, für so eine große. Colossal. So. Wir können auch eine Holzkiste machen und könnten die dann mit Hilfe von so einem Chest-Upgrade-Tool upgraden. Ich weiß gar nicht. Mich interessiert das mal. Warte mal, dieses Upgrade-Tool, ne? Wir machen mal eins. Ich will einfach nur mal wissen. Mich interessiert es einfach mal, wenn ich jetzt mal auf unsere alte Kiste klicke. Was der uns da sagt. Ob der uns da sagt, was wir praktisch für die nächste Tier brauchen, oder? Ah, not enough items for upgrading this chest. You need one core, zero interface and 25 walls of at least the material copper. Okay. Ja, aber Kupfer wollen wir nicht machen, wir wollen Eisen machen. Das heißt, wir ersetzen sozusagen die Blöcke nur, das heißt die vorigen Tiers. Das heißt, es ist sogar eigentlich billiger, gleich was Großes zu bauen. Weil die Colossal Chest craftet man immer nicht aus dem Vortier, sondern man craftet die einfach direkt. Die Core auch.
Schatten, ja. Es gibt auch, wie gesagt, Obsidian noch. Obsidian wäre cool, Problem braucht. Das braucht natürlich ein Diamond Wall vorher. Natürlich, wie es immer ist. Was ist das? Das ist ein Interface. To interact with pipes. Das brauchen wir nämlich dann auch noch. Wir machen trotzdem Eisen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir noch Silber oder Gold machen. Das Problem ist, Gold haben wir nicht genug. Silber können wir vielleicht noch machen. Warte mal, was brauche ich denn? Ich brauche... Der Mittelblock ist leer, ne? Das hier? Nee. Sind 4. Also haben wir im Endeffekt 9 mal 4 mal 3, wenn wir es jetzt einfach mal komplett hochrechnen. Sind 6, nee, doch 36. Wir könnten es aus Silber machen. Machen wir es aus Silber. Oder? Ja, machen wir es aus Silber. Komm. So, dafür brauche ich... Achso, ich brauche erstmal diese Chestplatte. Okay, wir brauchen 9. Plus 9 macht 18. Plus 8 macht 26. Oh nein, wir nutzen Ipwood. Nein! Ach, du Dreckding. So, wir machen erstmal ein paar Stacks Holz. So, okay. Was habe ich gesagt? 26, ne? 26. Okay. Silber. Na, 100 Silber sind weg. Okay. Ich will gerne nochmal eine 3x3 Kiste machen, aber diesmal soll sie halt vom Inhalt her größer sein. So. Das Interface mache ich mal auf die Seite oder mach mal die Kiste hier weg. Können auch die Kiste eigentlich komplett wegmachen, aber das Problem ist, das ganze Zeug wird droppen, daher machen wir es nicht. Okay, so, ich glaube, die Mitte musste, es musste so sein, dass die Mitte leer ist, ne, irgendwie. So, okay, warte mal, was ist alles? Okay, es zählt alles als Holz, aus irgendeinem Grund, lässt sich aber sau langsam abbauen, egal was für ein schnelles Tool man hat. Okay. Kann natürlich sein, damit man nicht die Kiste vielleicht mit einem Schlag aus Versehen abbaut, aber das ist schon ganz schön langsam gerade hier. So, okay, wir machen nochmal da draus jetzt zwei unterschiedliche Blöcke und so brauchen wir immer einen Querblock. Silbercore. So, haben wir das. Weil Silber ist ein bisschen größer als Eisen. Silber und dann brauchen wir das Interface noch genau. So. Okay. Interface machen wir hier hin, kommen wir da hin. Warum? Oh nein! Warum? Warum hast du keine Textur? Warum? Das wäre so schön, wenn es einfach nur eine Textur hätte. Okay, ich baue das Ding... Ich baue das Ding erstmal aus Holz. Problem ist, ich muss eigentlich alles abbauen. Vielleicht geht es damit besser. Ich werde, das baut nicht alles ab, sondern nur einen Block. Ich hasse mein Leben. Okay, Moment. Andere Idee. Wir nehmen das da. Dann Cobblestone. So. Das soll auch nicht funktionieren. Ja. Okay, bei den Blöcken funktioniert es nicht. Das ist aber egal.
Rest funktioniert. Okay. Dann machen wir jetzt kurz einen Prozess mit der Kiste hier. Okay. Also ich bin schon wieder sehr begeistert von allem. Mann, ich wollte einfach, dass einmal was klappt. Warum kann ich keine schönen Sachen haben? Warum muss alles immer komisch sein? Okay. Ich will nur keinen riesigen Textur... Ups. Nein! Ah! Texturfehler, ja. Ich habe nicht außerdem gerade auf die Windows-Taste gedrückt, deswegen war da jetzt gerade so ein Gefriemel bei mir. Okay, das heißt, wir bauen das Ganze jetzt nochmal in Holz. Dann muss ich es aber größer bauen, damit es passt, ne? Also damit es gut ist. Groß wollen wir es bauen? Haben wir hier so 4x4 vielleicht? Wäre ja, dann hier oben, ne? 5x5 wird mir zu hoch. Aber 4x4. Okay. Alles dahin. Dash mit D. Natürlich geht's nicht. Dash mit dem und Dash mit D. Dash mit. Geht das? Dem. Ja, geht. Wunderbar. Okay. Gut. Also machen wir 4x4. Ich mache mal vorher nochmal eine Sache. Hier habe ich nicht genügend Platz. Ich habe gerade überlegt, ob ich es hier hinten baue, aber dahin habe ich nicht genügend Platz, um die Kiste hinzustellen. Und ich möchte keinen Balken rausnehmen. Okay, wir machen das dann später mal. Irgendwo muss ich dann den Raum mal umbauen. Weil ich habe mir überlegt, ich will gerne hier oben das wirklich alles als Lager lassen. Dass wir praktisch hier doch unser Lager behalten. Dass wir hier hinten einfach einen Lagerraum machen, wo praktisch keine Maschinen sind, sondern ein paar Dinge vielleicht, ein paar kleine Dinge, aber hauptsächlich Lagerdinge. Oder Öfen oder irgend sowas vielleicht noch. Und den Rest haben wir dann halt unten. So, warte mal, jetzt muss ich kurz nachrechnen. 4x4 macht 16, ne? Also 16 plus 16 macht 32. Plus 28 macht... Oh, jetzt bin ich raus, oder? Scheiße. 32 plus 2... Nee, 16 plus 16 macht 32. So, dann müssen wir noch von 32 drauf, dann sind wir bei 64. Wir müssen aber 4 abziehen für die Mittelblöcke. Nee, wir müssen 8 abziehen für die Mittelblöcke. Das heißt, wir sind auf 56. Okay. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Ich werde mich wahrscheinlich komplett verrechnet haben, aber egal. So. Wir machen mal die Öffnung nach hier, wenn es vielleicht geht oder so. Und ansonsten machen wir hier den... Ne, wir machen hier an der Seite die Interaktion hin. Dann können wir auch die... Ups. Können wir hier doch den Chor hinsetzen. Und mit einem Abstand. So. So. Jetzt habe ich scheint doch nicht verrechnet. Nein. Aha. Das lässt sich wenigstens schneller abbauen. So. Und dann so, und daraus machen wir jetzt mal die anderen Blöcke. Also einmal ein Interface und einmal einen Core. So. Core, Interface. Yay. Die hat wenigstens Textur. Auch wenn sie beim Aufgehen hier die Blöcke verschwinden lässt. Okay. Das Interface ist praktisch jetzt unser In- und Output. In unsere Kiste. Das heißt, da muss jetzt irgendwie dran. Moment. Storage. Was können wir da einen machen? Ich wette nicht. Wir haben den Interface, das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Core. Das heißt, wir brauchen nur zwei Logic, also Gold. Gold und Logic. Ich glaube, für den Rest habe ich sogar noch Silikon und so weiter. Ja, wunderbar. Okay, dann brauchen wir nur das machen einmal. Okay, dann kriegen wir nochmal einen Storage-Bus. Kabel sollten kein Problem sein, die sind schnell gemacht. Das ist doch alles doof, ey. Warum kann ich einmal was klappen? So. Okay. Ein Logic.
Zwei Logic. Okay, dann machen wir aus dem Interface jetzt mal eben schnell. Mal einmal Annihilation Core. Einmal Formation Core. Weil das ist Dodge Pass. Ich brech wieder nicht rein. Ich wieder nicht voll. So, okay, also Dodge Pass. Hier kann ich mit Kabel lang, ja. Gut. Habe ich noch Kabel? Nein. Kabel. Ich brauche noch Fiber. Kann mal kurz gucken, habe ich hier noch irgendwo was in der Kiste vielleicht? Aus irgendeinem Grund. Mir nicht bekannt ist, aber kann ja sein. Ich bin in meiner Ordnung hier im Moment. Ich gucke lieber nochmal nach. Aber ich glaube, das habe ich alles gleich in dem E-System gepackt gehabt. Okay, also Cable, Quarzfiber, so. Okay, das, wie viel haben wir? Ein bisschen was, okay. Vier sollten erreichen. Jetzt müssen wir gucken, was funktioniert. Wenn wir jetzt hier was reinlegen, ne? Die Kiste ist voll. Yay! Wir können sie in die große Kiste packen. Okay. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen hier Extract Only. Das heißt, alles, was wir praktisch jetzt rausnehmen, so, und das Ding machen wir Insert Only. Das heißt, wir sehen praktisch nicht den Inhalt. Das ist jetzt alles, was in unserer Kiste ist. Und dann setzen wir jetzt hier einfach die Priorität runter. Minus 1000. Okay. Es kann sowieso nicht extrahieren. Aber im Moment, da müsste ich... und ich muss das andere Ding auf Insert Only stellen. Genau, damit ich sehe, dass es weg ist. Moment. Das Ding muss auf Insert Only. Eben schnell. Insert Only. Und dann leeren wir jetzt mal die Diamantkiste aus. So, und zwar nehme ich jetzt einfach alles raus und wir sehen, es verschwindet einfach alles. So, das ist wunderbar. So, dann klicken wir uns ja einmal kurz durch. Tut mal alles in die Colossal Chest reinballern, was wir haben. Okay. Sollte theoretisch ja mehr Slots haben als eine Diamantkiste. Weiß gar nicht, warte mal, Diamantkiste hat so ein Inventar. Ich hoffe, die Colossal Chest hat mehr. Ich meine, sie ist wesentlich größer, aber... Jo. Die sollte ein bisschen mehr haben als die Diamantkiste. Okay. Gut, dann tun wir es jetzt mal alles umfüllen. Ein Ende ist in Sicht. Und dann können wir nämlich die Diamantkiste wegmachen. Und dann haben wir nur unsere große Kiste da stehen. In der wir dann alles einfach drin haben. Und da können wir dann erstmal ein bisschen mehr Zeug reinpacken. Bevor wir auf digitalen Speicher irgendwann gehen. So. Okay. Dann kann das auch alles rein. Und dann können wir jetzt das wieder umschalten. Das heißt, wir nehmen die Kiste weg. Wir können auch jetzt den Storage-Bus hier wegnehmen. So. Haben wir nochmal ein. Man weiß ja nie, was man braucht. Dann setzen wir das wieder auf Bidirectional und das wieder auf Bidirectional, damit praktisch das wieder gesehen wird. Weil nur aus Inventaren, aus denen man extrahieren kann, die kann man auch hier im Terminal einsehen. Alles andere kann man nicht sehen. Deswegen habe ich das jetzt praktisch so eingestellt gehabt die ganze Zeit. Kartoffelsuppe. Ne, vielleicht noch was Kleines, eine Kartoffel? So, eine Kartoffel da ja. Dann war es beide voll. Okay, wunderbar. Okay, und jetzt haben wir erstmal ein Riesenlager eigentlich. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt das alles eigentlich noch mit reinballern. Das sollte kein Problem sein. Platz sollten wir jetzt genügend haben. Oh, wunderbar. Ich freue mich so. Ah, schön. Okay, gut. Damit haben wir jetzt erstmal unser Lager ein bisschen vergrößert. Ich hatte überlegt, ob ich mit Autocrafting heute anfangen will, aber nein. Wir machen Autocrafting erst später, weil... Ich brauche dafür noch ein bisschen mehr ME-Zeug und dann möchte ich gerne automatisieren und dann möchte ich gerne vorher wissen, wie ich es mache. Das heißt, ich muss praktisch schon mal ein paar Kabel verlegt haben, bevor ich damit anfange. Und ich habe mir hier noch Folgendes überlegt, weil das ist ja ein bisschen doof im Moment hier mit dem Ding.
weil das Ding hier ist komplett voll, der Platz ist aufgebraucht, manche Dinge brauchen eigentlich vielleicht gar nicht so ein Storage Drawer, ich muss das eigentlich mal neu machen. Und ich habe mir noch was anderes überlegt, anstatt dass wir hier einfach nur einen Tunnel machen, machen wir was anderes. Weil wir haben ja nach hier noch ein bisschen Platz, wenn man hier guckt, das sind die Drawer. Wir werden einfach, war jetzt so mein Gedanke, hier hinten vielleicht entweder abcutten, zumachen, dass wir praktisch hier einfach eine Mauer zumachen und danach hier einfach noch ein begehbares Drawerlager machen, was praktisch nach hinten geht, wo dann aber die Hälfte der Drawer verdeckt wird. Oder dass wir einfach nur hinten uns praktisch, was hier ist ja der Timber, dass wir hier nochmal ein Stück nach außen gehen und dann wieder zurück, da kriegen wir nochmal ein paar Drawer mehr hin. Das ist auch noch eine Möglichkeit, dass wir es praktisch bis hier ran irgendwie machen, nicht, das wäre dann hier. Das heißt nochmal zwei Drawer-Reihen mehr, das heißt 2 mal 5. Also 20 Drawer würden wir dann mehr kriegen, entweder 20 Drawer mehr, ja 20. Oder wir sagen, wir gehen volles Haus und bauen alle Drawer von unten, die wir erstmal haben, nach hier oben. Was trotzdem mehr Drawer sein werden, als hier oben dann hinpassen. Weil dahin kommen ja trotzdem noch andere Räume hin, war ja der Plan. Egal. Jedenfalls hätten wir dann hier unten die Drawer weg, könnten hier unten einfach nur andere Wände machen. Ich hatte überlegt, ob wir unten vielleicht direkt die Teleportation hinbauen. Mit einem Terminal, wo man hier, also mit einem Display, wo wir draufhammern. Das heißt, wir haben dann hier vielleicht ein Display, hier in der Mitte einen Teleporter oder irgend sowas und dann ist das alles gleich hier. Müssen wir mal gucken. Da könnten wir auch, hier können wir theoretisch auch einen, ja, sehr schön, einen, so ein Ding, ja, einen Elevator können wir hier machen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber da muss ich erstmal gucken, wie ich das mit dem Lager machen will. Ob wir es nach hinten schieben, ob wir es praktisch größer machen, den Raum hier. Das wäre dann praktisch eine Verdopplung von der Rauminnenfläche, glaube ich, ungefähr. Dafür dann aber Teleportation und so weiter vielleicht hier unten direkt, dass es praktisch nach hier oben geht. Dass nicht alles unbedingt so symmetrisch ist hier. Da müssen wir schauen. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein großes Lager. Das gefällt mir, kann ich nämlich mehr machen. Hier, das wie gesagt, müssen wir dann mal irgendwann anschließen. Und ich habe es mir jetzt so gedacht, wir machen hier in der Mitte, machen wir wie gesagt Controller. Da gehen dann einmal die Kabel nach hier hinten und dann hier gerade nach oben. Das wird das längste, glaube ich, sein, was wir haben werden an Kabel. Weil wir haben dann zwar noch ein Kabel, was hier nach hinten geht und ein Kabel, was nach hier geht, aber die Strecken sind nicht ganz so lang wie ganz nach da oben noch. Und wir gehen nirgendwo sonst in Bäume rein. Oder irgendwo. Und hier hinten, das werde ich auch so machen. Das wird angeschlossen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, wie man die Cloche anschließen können, weil das ist nämlich auch ein bisschen tricky. Ich habe nämlich mal geguckt, die Gartenkloche haben von unten zwar einen Anschluss, also man kann von unten Items reinpacken und Flüssigkeit reinpacken, angeblich, anscheinend nicht unbedingt, also extrahieren und so weiter geht jedenfalls nicht, also verbindet sich, aber man kann es nicht rausnehmen. Das hier ist anscheinend wirklich der einzige Output-Slot. Vorteil ist, wenn man eine Kiste allein schon davor stellt, packt das automatisch in die Kiste, wir können auch eine Conduit dahinter packen, ohne einen Anschluss und der packt es automatisch da rein. Und der Riesenvorteil ist, wenn ich mal ein Item Duct nehme, was mir nämlich aufgefallen ist, der Item Duct ist genauso groß wie diese Öffnung hier. Das bedeutet, wir können wirklich mit einer Fassade dann arbeiten, wir können die Fassade hier dran machen und wir haben praktisch von vorne, sieht das dann so aus, wo ich, das hier ist praktisch hinten und das ist dann vorne, weil wir haben hier auch noch einen Anschluss und dann können wir dann praktisch die Flüssigkeit irgendwie dann noch reinballern. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich mir das denke und man kann es halbwegs schön machen, ohne dass es so hässlich aussieht. Ich hoffe, man kann Flüssigkeit von der anderen Seite reinmachen. Hat das jetzt gar nicht getestet. Weißt du was? Wir haben jetzt noch 5 Minuten, wir testen das ganz kurz aus. Dann wisst ihr das auch vielleicht, ne? So. Falls da irgendjemand... Oder ihr wisst schon und werdet gleich dann sagen, ach, was machst denn du da? Beziehungsweise, nee, wir machen es. Na doch, können wir machen. Ist egal. So. Brauchen wir einmal Wasser. Schup. Und flup. Schup. Und, hier. So. Ja, es funktioniert wunderbar. Dann können wir alles von hinten machen. Yes! Ah, das wird schön. Okay. Das freut mich sehr.
Weil das bedeutet nämlich, wir können die ganzen Automatisierungen so, so viel schöner machen. Wir müssen dann nämlich, wie gesagt, wir drehen das dann einfach um. Das hier ist dann vorne, das heißt, von so gucken wir immer drauf. Das ist schön, hier haben wir dann, wie gesagt, eine Fassade, der Endertank ist nicht unbedingt da. Worüber wir die Conduits dann verteilen. Problem ist natürlich, Fluid transportieren ist so ein bisschen so eine Sache an sich, weil wie transportiert man Flüssigkeiten? Ja, nicht über einen Block, wie man es kennt mittlerweile. Das heißt, wir haben nicht mal hier irgendwie, das wäre noch schön, wenn es irgend so eine Duct gäbe, die Items und Flüssigkeiten, aber nein, es gibt nur Strom und Flüssigkeiten oder Strom und Items. Da müssen wir dann halt mal schauen. Das ist ein Vorteil, wir können halt den Strom gleich hier mit reinleiten. Wahrscheinlich geht das auch hier unten. Ich weiß es nicht. Wir probieren mal kurz mit einer Leadstone Energy Cell. Nö. Geht nur von den Seiten. Das ist doch schon wieder richtig doof. Na gut, aber wir können das von oben relativ schön machen mit so einem Anschluss. Da kriegen wir das irgendwie dann noch gebacken, dass es ganz witzig aussieht. Hoffe ich mal. Rest machen wir da halt mit Endertanks, die dann irgendwie das Zeug reinblubbern. Ich muss mir noch einfallen lassen, wie ich die Items schön transportieren kann, dass es nicht mit der Flüssigkeit clasht. Ich habe eine Idee. Weil wir haben bei der Flüssigkeit dahinter noch einen Block Platz. Das heißt, wir müssten praktisch nur ein Kreuz haben. Und da gibt es Folgendes. Und zwar haben wir Translocator als Mod drin. Liquid und Item Translocator. Mit dem könnten wir theoretisch in einem Block, wenn ich mir recht entsinne, soll das gehen, Flüssigkeiten und Items hin und her transportieren können. Vielleicht funktioniert das. Ich habe geguckt, einen Buffer haben wir leider nicht, entweder nur getrennt. Moment, Transfer Nodes von Extra Utils. Genau. Wir nehmen einfach die. Problem ist, die kann ich nicht so schön chiseln. Mit einer Fassade versehen. Okay. Wir könnten ein ME-Suppensystem irgendwann bauen, was praktisch hier oben ein Interface hat. Dann haben wir das ganze Problem nicht, weil dann gehen wir einfach über Kabel über einen Block. Das können wir jetzt noch machen, weil wir haben ja hier die P2P-Tunnel, die Items, Flüssigkeiten alles möglich transportieren können. Aber ich wüsste trotzdem gerne, ob man da irgendwas hätten. Aber ich glaube es nicht. Wir haben entweder nur direkt Items oder Flüssigkeiten. Wir haben nicht beides zusammen. Das ist ein bisschen schade. Nun denn. Also wie gesagt, einzige Möglichkeit wäre Extra Utils. Ja. Weiß nicht. Ob mir das so gefallen würde, wenn ich da jetzt Extra Utils dafür in Anspruch nehmen würde. Ich mache Folgendes. Wir machen mal die kurz hier hin. Die verbindet sich halt auch, ne? Ah, das ist nur der Input, glaube ich. Nicht der Output. Ich glaube, das hatte ich getestet, das war kein Output. Naja, gut. Egal. Gut, aber ich würde dann sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Wir haben ein bisschen getestet heute. Das war ganz schick. Das stelle ich mal mit hier in die Nähe wieder. So. Und ja, müssen wir dann mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal, wie gesagt, erstmal ein bisschen mehr Lager. Das ist schon mal ganz schick. Wir haben noch eine neue Colossal Chest. Wir haben Lagerarbeiterung heute gemacht. Gartenkloch. Werde ich mal schauen, ob wir vielleicht bis zum nächsten Mal ein paar davon haben. Dass vielleicht einfach ein paar davon mache. Und dann können wir nämlich hier vielleicht die ersten Automatisierungen bauen. Muss ich mal schauen. Aber dann muss ich mir noch einfallen lassen, wie ich, wie gesagt, die Wasserversorgung mache. Aber dann soll da alles funktionieren. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das Ding ist nämlich kein voller Block hier, sondern so klein. Ich wusste doch, da war ein Hang. Nee, ich gelenke wieder von dir. Gut, jetzt danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag und ja. Tschüss.